Herzlich willkommen bei Inside Bingen. Bei Inside Bingen begrüßen wir wöchentlich verschiedene Gäste. Diese Gäste führen ein ganz eigenes Leben mit eigenen Vorstellungen, Meinungen und mit eigenem Lifestyle. Wir wollen auf aktuelle gesellschaftliche Probleme und Diskussionen eingehen. Ihr könnt diesen Podcast ab sofort auch per Video anschauen, nämlich bei OKTV Mainz. Wir freuen uns über diese coole Kooperation und schaut euch gerne mal die Videofolgen an. Was macht eigentlich eine Stadt aus? Sind es die Geschäfte, die Straßen, die Tauben, die jeden Tag die gleiche Runde drehen? Nee, ganz falsch. Es sind die Menschen. Du? Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und... Du? Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Und ja, auch irgendwie du. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge Inside Bingen. Begrüßt euren Host Luca. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Inside Bingen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Mein heutiger Gast ist im Mutverein engagiert. Mut steht dabei für Mensch und Tier und ist ein Verein, der sich für den Tierschutz in Bingen einsetzt. Wir sprechen heute über Ehrenamt, über Tierschutz und darüber, wie man sich engagieren kann im Tierschutz. Dann hallo und herzlich willkommen. Vielleicht können Sie sich kurz mal vorstellen. Ich heiße Monika Göttler, wohne seit etwa, seit 33 Jahren in Bingen. Ich war in der Schule, gearbeitet als Lehrerin in Ingelheim allerdings. Ich komme aus Franken, das hört man vielleicht an der Sprache. Von Beruf her war ich ursprünglich Industriekauffrau, habe aber dann Sozialarbeit studiert und letztendlich Grund- und Hauptschule. Und da bin ich dann auch gelandet, und zwar in Ingelheim, in der IGS. Mhm. Ich bin kommunalpolitisch interessiert und engagiert. Mhm. Ich habe dann in Bingen aufgrund meiner Sozialarbeiterausbildung auch mich immer sozial engagiert. Das heißt, ich war bei der Arbeiterwohlfahrt, im Betreuungsverein. Ich habe den Förderverein für Sozialarbeit hier in Bingen mitgegründet. Und letztendlich, nach meiner Pensionierung, ist der Tierschutz mein Thema geworden. Und zwar ganz besonders diese Verbindung Sozialarbeit, Tierschutz, Bildung. Deswegen auch der Name wahrscheinlich Mensch und Tier. Da kommt der Name her, Mensch und Tier. Und es ist ein Konzept, das Sie eigentlich in der Konzentration nirgendwo so einfach finden. Okay, also ist quasi Mut daraus entstanden, dass man dieses Soziale mit Tierschutz kombinieren kann. Genau, Sozialarbeit und Tierschutz. Sozialarbeit ist ein weites Feld. Da gehört also dazu die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Da gehört dazu die Arbeit mit alten Menschen. Da gehört dazu die Arbeit mit Menschen mit eingeschränkter Möglichkeit. Ja. Also Therapie zum Beispiel, tiergestützte Therapien sind ein Thema, immer mehr. Also es ist ein weites Feld, das die Sozialarbeit hier mit Tierschutz verbinden kann. Alles klar. Wenn Sie jetzt konkret sagen müssten, was die Ziele von Mut sind, was wären die? Der Bau eines Tierschutzzentrums, das heißt, indem wir möglichst artgerechte Unterbringung der Tiere auf Zeit verwirklichen können. Wir wollen gleichzeitig da Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigen, dass sie eine sinnvolle Tätigkeit ausführen können, die ihnen auch was bringt, die also psychisch viel bringt für die Menschen. Dazu ein Angebot, ein Dienstleistungsangebot für Menschen und Tiere. Ja. Es gibt ja da ganz viele Möglichkeiten, also von der Hundeschule bis zum Tierfriseur, alles Mögliche, was man da anbieten kann als Dienstleistung. Und natürlich auch Dienstleistung für die Kommunen. Wir übernehmen ja die Fundtiere der Stadt Bingen, der VG Rhein-Nahe und der VG Sprenlingen-Gensingen. Da haben wir Verträge, Fundtierverträge. Das heißt, jedes Tier, das in diesem Bereich gefunden wird, absolut jedes, müssen wir abholen, aufnehmen, tierärztlich versorgen und dann gucken, wo man es dann entweder wiedervermittelt oder an den Besitzer zurückgibt. Wahnsinn. Also das sind vertragliche Bestimmungen. Aber wie schaffen Sie das? Mit Ehrenamtlichen dann? Oder?
nicht nur. Okay. Ehrenamtlich lässt sich das nicht stemmen. Wir sind mittlerweile, wir haben ja noch kein Tierschutzzentrum, wir haben eine Auffangstation, also ein Mini-Tierheim. Mhm. Wir haben einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst. Das heißt, wenn Sie in unserem Gebiet wohnen würden, ja, und da ein Tier nachts um 12 vor der Haustür sitzt, ein Hund, der nicht, ja, dahin gehört, dann würden wir kommen, würden dieses Tier holen und dann das ganze Prozess einleiten, von Wahnsinn, wem gehört es und so weiter. Also, gilt das auch für Wildtiere? Wildtiere sind auch ein Thema für uns, ja. An sich sind für die Wildtiere ja die Jagdpächter zuständig. Mhm. Aber wenn Menschen bei uns anrufen und sagen, wir haben also eine verletzte Taube beispielsweise oder ein Schwan oder ein Uhu auf der Autobahn, ja, hatten wir alles. Dann rufen die Leute an, entweder bei der Polizei, bei der Feuerwehr oder bei uns. Mhm. Und dann wird oft in gemeinsamer Arbeit mit der Polizei dieses Tier gerettet, geborgen. Mhm. Und dann haben wir eine Wildtierstation in Waldalgesheim. Ja. Da werden dann die Tiere versorgt. Wir haben auch eine Tierärztin, die speziell auf Wildtier spezialisiert ist. Da fahren wir dann das Tier hin. Und Schwäne zum Beispiel hatten wir relativ viel. Die sind dann verletzt von Oberleitungen oder sowas. Mhm. So ein Beispiel. Ein Schwan marschiert von Drechtingshausen nach Bingen auf der Bahn, Bahngleisen. Dann werden wir angerufen, dann kommt die Bahnpolizei, dann kommt der Gefahrenmanager der Bahn, dann kommt die Polizei und dann wird abgesperrt und dann bergen wir dieses Tier und es wird dann, hatten wir eine Verletzung gehabt, das kam dann zum Tierarzt und Wahnsinn. So, das ist so ein Beispiel. Ja. Oder bei mir kam mal ein Anruf mitten in der Nacht am Samstag, ein Vogel ist in die Wohnung geflogen. Was machen wir denn? Oh je. Ja, genau, oh je. Dann unser Bereitschaftsdienst ist dann tatsächlich hingefahren, mitten in der Nacht um 1, hat diesen Vogel geholt. Ja, also, oder dann so kuriose Sachen passieren auch, dass ein Anruf kommt, ich habe eine Spinne in der Badewanne. Ja. Dann sagen wir, tut uns leid, aber im Fall für den Tierschutz ist es eigentlich nicht. Ne? Aber im Großen und Ganzen sind die Notfälle, die kommen wirklich echte Notfälle. Ja. Oder Menschen rufen an, weil sie einen Rat brauchen. Mhm. Sehr häufig auch ältere Leute, die sagen, wir müssen ins Krankenhaus, haben einen kleinen Hund. Was machen wir denn? Die sind in echter Not. Mhm. Und wenn man dann jemanden am Telefon hat, der weint, dann macht man was, ne? Dann gehen wir hin, dann holen wir das Tier, dann sagen wir, mach dir keine Sorgen, wir kümmern uns. Das sind so alltägliche Dinge, mhm, die auf der Station passieren. Also das Telefon läuft da permanent. Also, weil sie nach Mitarbeitern gefragt haben, wir haben also 3 Halbtagskräfte angestellt. Mhm. Wir zahlen übrigens Tarif, also nicht Mindestlohn. Und wir haben 5 Minijobber. Wow, okay. Also 8 Leute, die bei uns in Lohn und Brot stehen. Und ist es so, dass die Ärzte dann so freiberuflich tätig sind oder ehrenamtlich, wenn es jetzt was zu einem Vorfall kommt, dass jemand verletzt ist oder ein Tier? Also wir haben Ehrenamtler natürlich auch. Ne? Ja. Sonst, weil viel Arbeit im Tierschutz ist natürlich einfach Reinigungsarbeit. Ne? Ja. Das muss gemacht werden. Da haben wir also viele. Und dann haben wir eine Tierärztin, mit der haben wir einen Vertrag. Mhm. Die kommt einmal in der Woche und macht es. Und dann haben wir Tierärzte hier in der Region, zu denen wir hinfahren. Und dann. Ja. Aber Tierarztkosten sind natürlich schon ein Faktor bei uns. Ne? Ja, die sind durch die neue Gebührenordnung. Ist es ein Problem geworden für uns natürlich, ja, und auch für die Tierbesitzer, das merken wir ganz deutlich, dass sie einfach die Kosten für das Tier dann nicht mehr bezahlen können. Wir haben auch übrigens, Menschen zu helfen, die Tiere haben und nicht so arg reich sind, haben wir eine Tiertafel eingerichtet. Ah. Die ist der Caritas angegliedert, hier dem Brutkorb. Ja. Und da geben wir Tierfutter hin. Ah. Dass die Menschen dann ein bisschen Tierfutter auch kriegen können. Mhm. Okay. Im Altenheim haben wir dann noch, vielleicht noch als Ergänzung, kleines Hühnerstall, also kleines Hühnergehege mit so kleinen Zwerghühnern. Das ist für die Leute dort, für die Bewohner einfach eine Freude. Wir spielen immer in unserem Podcast ein kleines Spiel. Das läuft immer so ab, dass der Gast einen Knopf bekommt. Er drückt auf den Knopf und irgendwo stoppt der Knopf und oder stoppt das Spiel. Und an der Stelle ist ein Buchstabe und über den Buchstaben sprechen wir dann. Das Ganze nennen wir das Binger ABC
Und ich würde Sie bitten, einmal kurz auf den Knopf zu drücken. Stoppen Sie an der Stelle, wo Sie stoppen möchten, und wir sprechen dann über den entsprechenden Buchstaben. 5, 4, 3, 2, 1, go! A, B, C, D, E. Genau, Sie haben den Buchstaben E gewählt. Das ist ein Essenstipp, ein Restauranttipp. Wo gehen Sie gern essen in Bingen? Ja, wie gesagt, das ist eine ganz gefährliche Frage, weil ich gehe ganz gerne in viele Restaurants, die es in Bingen also gibt, die man so kennt. Natürlich, ich wohne in Büdesheim und da gibt es natürlich zwei Gutshöfe, die ich gerne besuche, wo man also auch Beziehungen hin hat. Also ich liebe eigentlich die Gastlichkeit, die ist hier so mit der Region, die mit der Region verwurzelt ist. Also natürlich ein gutes Restaurant, wie die Burg Glob oder sowas, das ist natürlich was ganz Besonderes. Ja. Aber so fürs Wochenende oder so einfach mal, da schätze ich eigentlich diese Gutsausschenke. Ja, dann da trifft man dann die Leute und man kann sich unterhalten und man kennt sich. Ja. Also das schätze ich besonders. Also das Bodenständige. Ja, das verstehe ich. Ja, super. Sagen wir es mal so. Wir wissen ja schon, wo wir vielleicht landen heute. Alles klar. Ja, ich habe mich gefragt, wie sieht eigentlich so ein typischer Tag bei Mut aus? Gibt es den typischen Tag? Eigentlich gibt es ein klares, deutliches Jein. Der typische Tag wäre, wenn nichts dazwischen kommt, dass morgens meine Mitarbeiter reingehen, dann werden die Tiere versorgt, es wird gereinigt, es wird gefüttert, es wird geguckt. Ja. Also das ist der Ablauf eigentlich. Und wenn es dann fertig ist, dann macht man Pause. So, das wäre der Plan. Was den Plan stört, das ist als erstes mal die Anrufe, die kommen. Also eine Mitarbeiterin sitzt im Prinzip beständig am Telefon, da ruft die Verbandsgemeinde an, dann rufen Leute an, dann ruft ein anderer Tierschutzverein. Also Telefon ist immer belegt. So. Das ist das eine. Dann kommen natürlich diese Anrufe, die dann sagen, ihr müsst schnell was machen. Ihr müsst rausfahren, da ist ein verletztes Tier. Da wäre dann der Bereitschaftsdienst gefragt. Also das ist dann der zweite Teil. Also wenn ich die Station anschaue, dann den Bereitschaftsdienst. Dann fährt der Bereitschaftsdienst los, guckt, was Sache ist. Beispiel, wir hatten mal einen Anruf, es sind Kaninchen, kleine, gesichtet worden, irgendwo in Gaulsheim, im Gebüsch. Dann fährt der Bereitschaftsdienst sofort hin und sammelt die Tiere ein, zum Beispiel. Okay. Das ist nicht planbar, sowas. Ja, verstehe. Das sind so diese Sachen. Dann natürlich Tierarztbesuche, die stehen also dann auch auf dem Programm. Also jeder Tag ist immer irgendwie, ja, wie eine Wundertüte, ne? Kann immer was passieren. Stimmt. Aber auch spannend, oder? Es ist eine spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit, aber auch für meine Mitarbeiter durchaus psychisch anstrengend. Das glaube ich, Man hat so viel Leid, oder? Man hat Leid. Ja. Allermeisten Menschen, die zu uns kommen, sind sehr freundlich, sind sehr höflich. Aber es gibt auch aber andere. Und das belastet meine Leute dann auch. Verstehe. Wenn sie angegangen werden mit irgendwelchen Forderungen, das können wir nicht. Das geht also einfach nicht. Ja. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist die Bevölkerung und die Menschen für uns schon gut. Also man ist zugänglich zu uns und wir kommen gut klar. Da muss man auch sagen, dass der Kontakt zu den Behörden ist für uns ganz wichtiger. Der ist auch täglich, findet der irgendwie statt. Ja. Das heißt, wir MOT hat großes Glück eigentlich mit der Stadt Bingen, muss man also da auch immer sagen. Jedes Amt, dieses Ordnungsamt oder ob das die Bürgermeister sind, wir haben einen sehr, sehr guten Kontakt und finden immer ein offenes Ohr. Und das gilt auch für die Verbandsgemeinden. Also wir haben da große Unterstützung, kriegen wir. Warum machen Sie das persönlich? Was treibt Sie da an? Meine Eltern waren schon tierlieb. Und von daher wächst man also rein. Und als Mädchen habe ich also immer als Tierbücher gelesen. Es war schon irgendwie drin. Und Tiere sind auch eine Bereicherung, die erfährt man schon selber. Ich habe also immer irgendwie einen Hund gehabt und Katz und sowas. Also das ist einfach eine Bereicherung im Leben. Und ich bin halt ich war immer sozial engagiert. Dann ergibt sich das auch, dass man für seine Mitgeschöpfe da ist. Und wenn man das dann erlebt und sieht, dann kommt automatisch die Sache Tierschutz irgendwo rein, also bei mir jedenfalls. Und wie gesagt, nach meiner Pensionierung war das dann das Thema.
Wie helfen Tiere Ihnen persönlich? Persönlich, ja, ich sage so, es ist eine Bereicherung meines Lebens. Es zwingt mich natürlich auch rauszugehen. Ja. Ne? Und der Kontakt mit einem Tier bringt also viel. Das ist das, ich brauche jetzt Gott sei Dank noch keine Therapie mit einem Tier, ja. Aber es ist einfach angenehm, auch wenn es immer nicht so gut geht. Dann hat man sein Katz oder sein Hund. Und das ist einfach eine Bereicherung im Leben. Und das gilt wahrscheinlich auch für Ihre Mitarbeiter und Helfer, oder? Ja, ja. Also wir haben also auch Menschen mit Beeinträchtigungen, die jetzt schon zu uns kommen auf die Station. Ich muss dazu sagen, wir haben einen Kooperationsvertrag mit Innenbetrieb Mainz. Und da kommen also beeinträchtigte Menschen zu uns zum Praktikum. Und da merkt man, was der Kontakt mit Tieren für die Leute bringt. Also das sind Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Anstellung finden. Aber der Kontakt mit Tieren, das befreit, das macht Freude. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist ja auch künftig geplant dann im Tierschutzzentrum. Genau, Sie haben ja schon das Tierschutzzentrum angesprochen. Das ist so das nächstgrößere Projekt bei Mut, oder? Ja, das ist das große Projekt. Das soll also all das verwirklicht werden, was wir uns so vorstellen, also Sozialarbeit, Tierschutz. Wir wollen also wirklich für jedes Tier möglichst ein richtig gutes Zuhause schaffen, also von der Architektur her, von dem Konzept her, das man also hat, Beispiel, dass die Hunde eben ihren Auslauf haben, dass man die Möglichkeit hat, sie zu trainieren, dass man die Möglichkeit hat, auch den Menschen, der dann das Tier nehmen soll, zu schulen. Mhm. All das, die ganze Sache soll dann da verwirklicht werden für alle Tiere, die es da so gibt. Also Kleintiere, Vögel, Reptilien, was man so auffangen kann. Dabei muss ich sagen, wir haben die Tiere, die wir bis jetzt aufgenommen haben auf unserer Auffangstation, war immerhin das größte Tier ein ausgesetzter Ziegenbock, ein richtig großer. Und das Exotischste, das war eine Boa Constrictor, die ausgesetzt war. Also bloß um mal die Bandbreite zu zeigen, was da auftauchen kann. Ne? Ja, ja. Das soll alles im Tierschutzzentrum dann so laufen. Dann, ich habe schon gesagt, Bildung ist ein großes Thema bei uns. Ja. Die Bildung geht im Kindergarten an und hört bei dem erwachsenen Menschen noch lange nicht auf. Ja. Denn wenn jemand ein Tier zu sich nimmt, dann sollte er möglichst wissen, was da auf ihn zukommt. Verstehe, ja. Na, ich meine, eine deutsche Dogge, die so niedlich ist, wenn sie fünf Wochen alt ist, und dann sitzt plötzlich ein 70-Kilo-Hund auf dem Sofa. Das ist nicht so einfach. Das ist ein Problem. Also ja. Das ist Bildung für Erwachsene oder was man alles im Bereich, auch Artenschutz, was man da anbieten können. Das ist das eine Thema. Kommt auch dann vielleicht ein bisschen zu kurz, so in der Schule oder so, oder? Schule, wir gehen auch in Schulen, das haben wir auch jetzt schon gemacht. Ja, cool. Also wir haben unsere Tierschutzarbeit vorgestellt an der IGS oder an Grundschulen hier. Ja. Umgang mit Hund und sowas, das kann man machen. Aber vor Ort ist es natürlich immer noch ein bisschen besser. Und außerschulische Bildung ist für die Kinder und für die Jugendlichen immer schöner, als wenn der Lehrer in der Schule was erzählt. Ne? Ja, das ist also, mit Tieren. Und mit Tieren, Tieren überhaupt. Ja, also, genau. Das bringt also schon was. Und wie gesagt, es soll für jeden was dabei sein dann. Ja. Plus Spezialsachen, dass man sagt, man bietet dann Hundeschule an oder sowas. Das ist dann im Bereich Wirtschaft, Betrieb, dass man eben sagt, rund ums Tier läuft ja auch einiges an Dienstleistungen. Und diese Dienstleistung kann ja auch in einem Tierschutzzentrum passieren. Ja. Weil irgendwo muss ich das Ganze ja finanzieren. Ja, verstehe. Okay, zur Refinanzierung quasi. Dann. Ja, natürlich, okay. Natürlich. Also das wird man dann sehen. So ist es gedacht. Und wie weit sind Sie da so? Wir sind jetzt so weit, dass wir dabei sind, Grundstücke zu kaufen. Wir hatten schon ein Grundstück gepachtet im Gewerbepark Grulzheim-Bingen bei Grulzheim. Da kam Corona dann dazwischen. Und dann hat man uns dringend empfohlen, dieses Grundstück zurückzugeben. Okay. Aber wir haben dafür eine Entschädigung bekommen. Okay, und mit dem Geld können wir, sind wir jetzt in der Lage, ein Grundstück zu kaufen. Aha. Haben wir auch schon was ausgeguckt. Ja, cool. Zwischen Büdesheim und Trummersheim. Ah, okay. Also eine gute Lage, auch die Größe würde passen.
Und da sind wir jetzt dabei, Artenschutzgutachten. Ich habe einen Auftrag gegeben. Mhm. Und dann die ganzen Bauvoranfragen, was halt dann, was man alles braucht, ja, wenn ein Bau ist, das ist sehr viel. Ja. Das soll jetzt so in die Gänge kommen. Ist da auch genügend finanzielle Mittel da, um das zu finanzieren? Na, wir haben momentan haben wir halt diese Entschädigung, die wir da bekommen haben. Ja. Da kommen wir erst einmal hin. Aber einen Bau zu finanzieren, da braucht man ganz massive Hilfe. Das ist völlig klar. Ja. Da werden wir dann auch Anträge ans Land stellen. Ja. Und dann werden wir natürlich die Hilfe der Bürger brauchen. Also ohne, muss ich auch sagen, ohne Spenden könnten wir das, was wir leisten, nicht leisten. Ja. Wir haben zurzeit ja das Problem mit den fehlend wildlebenden Hauskatzen, die keiner sieht, weil sie versteckt sind. Mhm. Aber wir haben in Büdesheim einen Hotspot von ca. 60 wildlebenden Hauskatzen. Ui. Und die Katz, die bringt im Jahr 2x4 Junge zur Welt. Dann kann man sich ausrechnen, was dann im Folgejahr wäre. Ein Problem für die Tiere selber, weil sie krank sind, weil sie elendig sterben. Und für die anderen Tiere, die da leben, Vögel überleben das auch nicht, wenn die Katze Hunger hat. Ne? Ja, verstehe. Also da muss man was machen und wir haben da einen Spendenaufruf gemacht mit zweckgebundenen Spenden und wir haben sage und schreibe einen Betrag von über 22.000 Euro bekommen innerhalb kurzer Zeit. Und ich garantiere dafür, dass dieses Geld ausschließlich da reinkommt. Die erste Tierarztrechnung ist schon davon über 10.000 Euro. Also, ja, das okay. nur so die Probleme, die wir momentan haben. Und da haben wir ehrenamtliche Unterstützung und eben auch die Bürger, die sagen, die das Vertrauen haben, dass wir das auch richtig machen. Mhm. Also da an der Stelle muss man wirklich auch immer ein großes Dankeschön an die Bevölkerung. Auf jeden Fall. Abgesehen von finanziell, wie kann man sie noch unterstützen? Natürlich mit Mitgliedschaft. Mhm. Das ist also eine Sache, die ist nicht sehr teuer. Die Einzelperson kostet 30 Euro im Jahr, 50 Euro die ganze Familie. Mhm. Wenn jemand arbeitslos wird oder in finanzielle Nöte kommt, dann bedeutet es nicht, dass er aus dem Verein austreten muss, dann zahlt er halt 5 Euro im Jahr. Ja. Also das heißt, wir haben eine soziale Staffelung drin, weil wir niemanden ausschließen wollen, der was für einen Tierschutz macht. Momentan sind wir 734 Mitglieder. Mhm. Wir möchten aber schon ganz gerne mal die 1.000 erreichen. Also ja, sei gegönnt. Je größer ein Verein ist, umso bedeutungsvoller ist er, umso mehr wird er wahrgenommen. Und also es ist eine Möglichkeit. Natürlich kann man uns mit ehrenamtlicher Arbeit unterstützen. Das heißt, wir brauchen immer handwerklich geschickte Menschen. Da haben wir auch einige, die dann eingreifen auf der Station. Ja, es muss da Hasenstall gemacht werden, dort muss was gemacht werden. Wenn so plötzliche Ereignisse eintreten, dass zum Beispiel das Veterinäramt Kreuznach anruft und sagt, wir haben gerade in die 50 Greyhounds beschlagnahmt. Die müssen wir unterbringen. Und die Tierheime der Umgebung sind gefragt. Ja. Und da mussten wir halt auch 4 aufnehmen. Ne? Wow. Haben wir auch gemacht. Dann haben wir, oder es kommen Kaninchen aus Mainz, an die 100 sind da unterzubringen gewesen. Wow. Wir haben, ich meine, an die 30 aufgenommen. Wie passiert das? Werden die beschlagnahmt? Oder? Die beschlagnahmt. Oh. Das ist schlechte Haltung und dann kann jetzt Veterinär beschlagnahmen. Oh. Und ja, also das, wie gesagt, und dann müssen ganz schnell Kaninchenställe gebaut werden. Also das sind so Sachen, die so plötzlich auftauchen. Ja, also diese Unterstützung, diese handwerkliche Unterstützung, die ehrenamtliche Unterstützung, die ist natürlich immer für einen Verein notwendig. Und natürlich, wenn jemand sagt, ich möchte euch weiter unterstützen, auch wenn ich gestorben bin, dann kann man uns, gibt es Vermächtnisse, gibt es Erbschaften. Das ist in vielen Tierschutzvereinen so. Also das hilft dann definitiv sehr viel weiter. Verstehe. Wenn ich jetzt über die Straße laufe durch Bingen und sehe da eine verwahrlose Katze zum Beispiel, kann ich mich ja auch bei Ihnen melden. Natürlich. Das sind die Anrufe, die kommen. Ja. Da ist eine Katze, die hat was. Die ist vielleicht verletzt und dann kommt in der Regel dann ganz schnell jemand. Und das ist dann rund um die Uhr? Oder? Rund um die Uhr. Okay. Ich habe so ein bisschen bei meiner Recherche auch so festgestellt, es gibt ein paar Leute, die auch so Sachen sagen wie, dafür gibt es doch die Feuerwehr, warum machen Sie das?
Wie ist das? Die Feuerwehr, er hat natürlich ganz andere Aufgaben. Die Feuerwehr, die hat Brände zu bekämpfen, Prävention dazu machen. Aber wenn wir so in Gefahr sind, dass wir nichts machen können, wenn wir irgendwo ein Dach rauf müssen oder Baum rauf müssten, irgend sowas, dann kommt die Feuerwehr. Okay, die Feuerwehr hat uns auch schon, das weiß ich, das war so ein ganz, ganz heißer Sommer und unsere Hütchen, die wir da haben, wir haben Holzhäuschen, das war so richtig brütend heiß. Da kam die Feuerwehr und hat abgespritzt. Ja, teilweise. Also das heißt, die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und auch mit der Polizei ist sehr gut. Also wenn wir wirklich Hilfe brauchen, dann sind sie da. Wir kommen jetzt auch schon zur letzten Frage. Da frage ich immer die gleiche Frage, nämlich, gibt es was, was Sie sich von den Binger wünschen würden? Ja, klar. Ich wünsche mir von allen Bingern, dass sie ihr Herz für Tiere zeigen. Denn viele haben es, aber sie können es zeigen, wie ich vorhin gesagt habe, wie man uns helfen kann. Das würde ich mir wünschen. Und ein offenes Ohr, offenes Auge für die Umgebung haben und sagen, da ist was. Also einfach an uns wenden. Und ja, das würde ich mir wünschen. Grundsätzlich für alle Menschen in unserem Bereich. Und ansonsten fühlen wir uns als MOT, also als Vereinsvorsitzende und insgesamt sehr wohl in Bingen, gut aufgehoben. Und wir sind froh, dass wir unser Tierschutzzentrum dann auf Binger Gemarkung bauen können. Ja, super. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet und ich hoffe, dass Sie viele Unterstützer finden, die Ihre Arbeit unterstützen. Und vielen Dank für Ihr Engagement, bitte. Ich bedanke mich auch gerne. Sehr gerne. Schön, dass du dabei warst. Inside Bingen ist ein Podcast der Volkshochschule und Musikschule Bingen am Rhein e.V.